Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder sehr spannend, weil ihr seht, ich bin nicht alleine. Und das hier ist für alle Trainer, Coaches, Speaker und alle, die mit Verkauf was zu tun haben, extrem spannend. Worum es geht, seht ihr jetzt. Let's go! Ja, meine Lieben, also ihr seht, ich bin nicht alleine, sondern neben mir sitzt er, Marc Galal. Marc, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich auch sehr. Und ich habe schon angekündigt, für alle Coaches, Trainer und die im Verkauf tätig sind, wird es sehr spannend, weil du bist mit Sicherheit auch einer der erfolgreichsten Coaches, Trainer in diesem Land. Ja, danke dir. Auf jeden Fall. Danke dir, danke dir. Und vor allen Dingen auch inhaltlich echter Experte zum Thema Verkauf. Ja. Aber auch ein cooler Unternehmer. Ja, das stimmt. Und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Wir haben es heute schon gut ausgetauscht, ein bisschen geplaudert. Und ja, vielleicht für die wenigen, die jetzt noch nicht so genau wissen, was du genau machst, vielleicht erzählst du mir erstmal, was du so machst. Okay, also was mache ich? Ich habe eine Patent, ja, NLS. Das ist so die Hauptbasis für unser Business, für unser Geschäft, wo wir auch spitz in den Markt reingehen. NLS basiert auf Verkauf, auf Kommunikation, NLP und Rhetorik. Und daraus habe ich eine Strategie entwickelt, die NLS-Strategie. Das geht hauptsächlich um das Thema Verkaufen. Mhm. Das ist eine richtige Verkaufsausbildung, die geht 9 intensive Tage, 3x3, wo intensiv geübt wird. Und die Leute schreiben im, und das ist das Allerwichtigste, weißt du, im Seminarbusiness ist es so, die Leute geben Wissen raus. Und ich habe mir gesagt, nein, ich gebe nicht nur Wissen raus, nicht nur Wissen raus, sondern ich will, dass die Leute im Seminar schon in die Umsetzung gehen. Mhm. Also die schreiben ihren eigenen Verkaufsleitfaden komplett fertig. Die Einwandsbehandlung, wie wecke ich Interesse, wie mache ich die Analyse, wie mache ich den Abschluss. Schriftlich wird alles aufgeschrieben, zum Schluss gehen die raus, alles ist fertig. Die müssen zu Hause nichts mehr machen und das ist na klar, also NLS ist wirklich ein absolutes systematisches Konzept, weißt du, ich habe mir gesagt, ein Franchise-Konzept für den Verkauf, damit jeder richtig gut verkaufen kann und das ist der absolute Wahnsinn, weil 1,9 Millionen Menschen kennen die NLS-Strategie schon, cool. Also es ist eine riesen Reichweite, bin jetzt seit dieses Jahr 20 Jahre Trainer und Coach auf dem Markt, habe viele Kunden wie Toyota, Renault, Bang & Olufsen, Adidas, Nike geschult, gecoacht in Firmentrainings, aber das habe ich früher gemacht, Firmentrainings. Heutzutage mache ich eher gar keine Firmentrainings, sondern nur die offenen Seminare, wo dann viele Leute kommen. Und das finde ich irre spannend. Ja. Da würde ich heute gerne noch ein bisschen eintauchen, damit ihr auch das Geschäftsmodell dahinter erkennt. Wisst ihr, ich will ja auch mal das Unternehmen beleuchten und euch so ein paar Learnings mitgeben, weil ich weiß, unter euch sind auch viele Trainer, Coaches, auch welche, die im Seminarbusiness unterwegs sind. Da glaube ich, können wir so ein paar Nuggets vom Marc heute kriegen. Sehr gerne. Das Erste, worüber ich mit dir nochmal kurz sprechen möchte, ist was ich auch, wo ich absoluter Fan von bin, ist NLP. Mhm. Neurolinguistische Programmierung, verknüpft mit Glaubenssätzen, Glaubenssatzauflösung etc. Sehr cool, ja. Erzähl mal, warum ist das so wichtig, auch für den Verkauf? Also ich bin lizenzierter Trainer der Society of NLP, bin also mit 22 war das, habe ich mir 50.000 D-Mark Kredit genommen, mich voll überschuldet, bin nach Amerika gereist, bin zum Dr. Richard Bandler, zum Erfinder des NLPs und habe dort gelernt und habe die ganzen Strategien genommen. Und NLP wird eigentlich in der Psychotherapie verwendet. Mhm. Also da ist es zu Hause. Und da geht es um Glaubenssatzveränderung. Ivan Pavlov hat 1904 einen Nobelpreis bekommen für die Konditionierungstheorie und hat erkannt, bei den Hunden, das ist so typisch, dass Hunde konditioniert sind. Rückschluss, wir Menschen sind konditioniert. Das heißt also, was sind Glaubenssätze? Und Pascal, wenn ich das sage, die meisten Leute, wo von Glaubenssätze reden, haben gar keine Ahnung, was Glaubenssätze wirklich sind oder wie man die Glaubenssätze wirklich auch verändern kann. Und Glaubenssätze sind tief sitzende Programmierungen. Beispiel, du redest mit deinem Kind und sagst zu deinem Kind nur so, das, was du machst, ist falsch, mach das so. Und du hast ja selber Kinder und du weißt, wie es ist. Es geht nicht darum, was du zum Kind gesagt hast, sondern es geht nur darum, was das Kind interpretiert hat. Und so können dann Glaubenssätze entstehen, weil das ist wichtig, die Interpretation. Also wie nehme ich meine äußere Welt wahr? Und dann habe ich zum Beispiel interpretiert als Kind, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das ist einer der stärksten Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, um wirklich erfolgreich zu sein. Geld ist böse. Ganz starker Glaubenssatz. Mhm. Ja. Verkaufen ist negativ. Sowieso böse, negativ. Und dann werde ich nie richtig gut. Und
Da geht es darum, diese Glaubenssätze aufzulösen, zu verändern, die tief sitzen. Und wir Menschen haben so eine Strategie. Es passiert irgendein schlimmes Ereignis. Es passiert irgendetwas mit dem Alter von 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, ein kleines Kind geht gemütlich spazieren an einem wunderschönen Sonnenschein, 6, 7, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, da steht ein Schild, Achtung, bissiger Hund. Sie guckt so rüber, plötzlich kommt ein Riesenköter angerannt und erschreckt sie. Sie bekommt einen Schock. Und innerhalb von einer Sekunde ist es geankert und ein Programm ist installiert. Mhm. Und sie hat dann diesen Schock und diese Paranoia. Dann nach 3 Jahren merkt sie jetzt immer noch Angst vor Hunden. Nach 5 Jahren immer noch Angst vor Hunden. Und jetzt passiert was Komisches. Unsere Psyche verdrängt schlimme Ereignisse. Mhm. Und wir verdrängen das. Und dann irgendwann mal vergessen wir das. Und dann ist dann das junge Mädchen 20 oder 25 und hat immer noch schwitzige, hängende Hände, hat panische Angst. Und der Glaubenssatz läuft, ist immer noch dort, kann sich aber nicht mehr erinnern an das Ereignis. Ist gar nicht präsent. Ne? Ist gar nicht mehr präsent. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Die meisten Glaubenssätze, die wir Menschen haben, sitzen so tief drin und wir wissen nicht mehr, welche die sind und wo die sind. Und in meinem NLP Practitioner, was ich mache, ja, mache ich auch, da finden wir genau die tiefen Glaubenssätze. Und der Coole ist, die Person muss noch nicht mal mitmachen. Die kann sogar lügen und ich finde den richtigen. Mhm. Ist kein Scherz. Mhm. Es gibt ein System, das habe ich ganz neu, es kommt auch nicht vom NLP. Die Person muss nicht mal mitmachen, weil meistens will man nicht in den tiefsten Punkt reingehen, klar, weil man Angst hat, dann, dass ich plötzlich davon weine und plötzlich schreie und wow. Und darum komme ich und bringe irgendwelche Themen. Das ist das große Problem beim Coaching, dass dann die Leute sagen, das ist mein Problem. Der Coach geht hin und arbeitet genau an diesem Thema. Dabei ist dahinter ist was ganz anderes. Und wir finden das Thema und ändern dieses Thema und dann wird die Person frei. Und das ist wichtig auch, um ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Für alle Unternehmer, für euch, für alle Coaches, für alle Trainer, für alle, die ein Unternehmen aufbauen wollen. Prüft nach, welche tiefen Glaubenssätze du hast, weil das könnte uns blockieren. Wir blockieren uns immer wieder. Dieser Punkt muss aufgeräumt werden, der Keller muss aufgeräumt werden, dass man wirklich schnell durchstartet, weißt du? Dass man nicht 20 Jahre, 15 Jahre braucht, sondern dass man innerhalb von 3 Jahren, 5 Jahren mega erfolgreich ist. Mhm. Und je besser man an sich arbeitet, wie du es vorhin schon gesagt hast, desto wertvoller bist du selber und desto mehr kannst du aus dir rausmachen. Absolut, ja. Sehr spannend. Also, dass du da eine absolute Expertise hast, glaube ich, das habt ihr gemerkt. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde auch dein ganzes Mindset, dein ganzes Auftreten so positiv und du strahlst. Und danke dir. Ist echt sehr cool. Ja. Und das ist nicht gespielt, Das ist echt nicht gespielt. Wenn wir abends irgendwo zusammen wären und ein Bierchen irgendwo trinken, würde ich genauso. Das ist so. Weil alles andere funktioniert nicht. Weil wenn du so viel. Ich werde immer wieder gefragt, Marc, du machst ein 3-Tage, 5-Tage-Seminar, zack, bist du kaputt? Nein, weil ich bin so, wie ich bin und tu mich nicht verstellen. Und das ist das Wichtige. Das ist sehr entscheidend. Ja. Aber Stichwort Seminar. So, jetzt bist du einer der erfolgreichsten Seminaranbieter in Deutschland. Ich bin nicht sicher, mit Sicherheit in den Top 5, Top 10, schätze ich mal, unterwegs. Ich würde das gerne mal so ein bisschen auch als Geschäftsmodell so hinterleuchten, weil mich das selber auch so fasziniert. Ja. Das Seminargeschäft, das Weiterbildungsgeschäft, wie... Wenn da jetzt ein anderer Coach ist, aber ich bin auch in einem Thema, ich bin Coach, ich habe cooles Wissen, ich würde es auch gerne monetarisieren, da ein Business draus machen, das ist meine Leidenschaft zu helfen. Sehr cool. Was sind so die Gesetzmäßigkeiten für den Aufbau eines Seminargeschäfts? Kann man das irgendwie so in 5, 6 Punkte runterbrechen? Ja, das kannst du sehr gut runterbrechen. Ja. Also als allererstes leben wir in einer völlig neuen Zeit. Mhm. Also ich kann mich erinnern, früher, wo ich angefangen habe, da gab es noch nicht so dieses Online-Marketing in diesem Ausmaß, was wir heutzutage haben. Ja. Also das ist na klar, wirklich heutzutage ist es ganz, ist also ein Vorteil, ne? Wirklich wahnsinnig einfach, viel schneller. Also früher habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen, Kaltakquise gemacht und die Leute akquiriert. Wirklich kalt, Cold Calls, akquiriert am Telefon und verkauft. Heutzutage machst du einen ganzen, einen Funnel baust du auf. Einen wirklichen Funnel, ein System musst du aufbauen. Als allererstes Lead-Akquise. Lead-Akquise bedeutet ganz klar online über verschiedene Kanäle, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es YouTube, sei es Podcast, egal was, versuchst du Blogartikel, egal was, versuchst du ein Lead zu generieren. Das ist, glaube ich, in jedem Business, auch in deinem Business so, bei mehr Geschäft oder egal wo. Also den wichtigen Punkt, den Lead zu
generieren, klar, Lead-Akquise machen, dass du etwas schenkst, was gratis, was kostenlos ist auch. Dann hast du die Adresse und versuchst, die Telefonnummer zu bekommen. Also das ist so unser persönliches Ziel, die Telefonnummer zu bekommen und ein Telefon mit. Und jetzt, das ist halt mein Business. Mhm. Ja. Also ja, es ist mein Business. Lead-Akquise und dann danach Telesales. Mhm. Aber nicht Telesales, sondern Elite-Verkäufer brauchst du. Also nicht nur Leute, die irgendwie anrufen, sondern du brauchst richtige Verkäufer. Ja? Das ist das Entscheidende. Du brauchst richtige Verkäufer. Die müssen richtig gut verkaufen können. Und das ist ganz wichtig. Das allererste, was du machen musst, ist lerne wirklich das Verkaufen. Du musst es so gut drauf haben. Es gibt die besten Speaker, die besten Personen, die so viel Kompetenz haben. Keiner kennt sie. Warum? Schlecht verkaufen. Das ist einfach der entscheidendste, wichtigste Punkt. Und dann werden die Leads akquiriert, die kommen dann zu mir, zu meinem Elite-Vertriebsteam, die machen dann den Sale und bringen die Leute, entweder machen wir das schon online oder noch am Telefon, beides parallel, in einem Kennenlernseminar. Okay, das ist sozusagen am Anfang des Funnels, waren so ein bisschen Kennenlernseminar? Anfang Kennenlernseminar offline. Zwei-Tages-Seminar. Okay. Da habe ich viele. Ja. Mein Lieblings-Offline-Seminar ist No Limits. Da habe ich 7013 Anmeldungen schon gehabt. 7000 Leute bei diesem No Limits. Das war der Wahnsinn. Das war echt der absolute Hammer. Cool. Und das haben wir durch E-Mail-Marketing, das haben wir durch Online-Marketing und Telefon-Marketing gefüllt. Cool. Und die Leute dürfen erstmal dort reinkommen zu einem Zwei-Tages-Seminar, Ein-Tages-Seminar, ein Kennenlern-Abendseminar für 2 Stunden. Bringe die als allererstes in einem Offline, ja, es kommt darauf an, was dein Business ist, ob du alles so online machen willst oder ob die in die Offline-Welt gehen willst. Klar. Ja, das ist na klar wichtig zu wissen. Bringe sie zu allererstes, also das ist meine Idee, so eine Kennenlernstufe. Also wirklich eine Kennenlernstufe, günstig, wirklich günstig. Was würdest du sagen, preislich, wo bewegt sich das? Du kommt drauf an, was du machst, ob du auch nur 2,5 Stunden machst oder sowas. Sag uns mal zwischen 20 bis 200 Euro. Okay. Ja, zwischen 20 bis 200 Euro, um die Leute reinzubringen. Aber für mich persönlich ist es wichtig, dass die Leute überhaupt, dass sie kommen, dass sie da sind. Weil sobald sie da sind, hast du gewonnen. Ja? Mhm. Und du kannst verschiedene Modelle machen. Ich gebe euch mal ein paar Modelle. Das erste Modell ist wirklich offene Seminare, was wirklich ein knallhartes Geschäft ist. Ja. Also ich empfehle jedem Trainer, jedem Coach, parallel zu laufen. Mhm. Ja? Also ich habe angefangen nur mit Firmenseminaren. Dann mache ich einen Call und verkaufe gleich 10 Tage, 15 Tage, 20 Tage. Da tust du, na klar, Zeit gegen Geld tauschen. Aber wenn man sagt, okay, man will reinkommen als Anfang, Trainer, ja, mach zusätzlich nicht nur offene Seminare. Die sind teuer auch. Ja, und mach auch noch Firmenseminare, dass du die Leute anrufst und dort deine wirkliche Seminare und Coachings den Firmen mehr oder weniger anbietest. Kommt drauf an, welche Themen du hast, ob das Business to Business ist oder Business to Customer ist. Muss man immer wieder individuell anschauen. Bringe sie also als allererstes zu einem offenen Seminar. Und wenn die dann da sind, 1 Tag oder 2 Tage oder 2 Stunden, dann machst du ein geiles Seminar. Content raushauen, wirklich guten Content raushauen. Und dann kommt das Allerwichtigste, dein Sales Pitch. Dein Sales Pitch. Und das ist das Allerwichtigste. Dein Sales Pitch, dass du sie wirklich konvertierst von der Offline, also von den 2 Tagen vom Schnupper in einem größeren Produkt. Und dann brauchst du hier ein richtig gutes Produkt. Und wenn du das richtig inszenierst, wenn du das richtig aufbaust, also ich glaube, da kann mir keiner so schnell was vormachen. Das glaube ich auch. Ja, also wenn die Umsätze, was wir machen mit diesen, also das ist der Wahnsinn, sage ich euch. Also es ist der Hammer, sage ich euch. Wenn die Leute da sind und du dann eine geile Präsentation. Und denk immer dran, das ist wirklich sehr wichtig. Ja? Helfen. Helfe dem Kunden. Helfe den Menschen. Und es geht nicht nur um den Verkauf in diesen 2 Tagen, die Inszenierung, sondern der Tipp ist, und das ist das Wichtigste, ist es mal geben. Vertrauen aufbauen. Content aufbauen. Vertrauen durch, erstmal Vertrauen aufbauen. Dass sie wirklich sagen, wow, das ist toll. Was? Ich habe schon so viel gelernt in diesem kurzen Part. Wow, was kommt dann noch danach?
Das muss kommen. Und dann einen richtig geilen Sales Pitch. Ja? Und dann machst du einen super Verkauf und dann bringst du sie zum nächsten Schritt. Ja? Sehr gut. Und wenn du richtig gut bist, dann verkaufst du entweder erstmal ein 3-Tages- oder 5-Tages-Seminar oder du verkaufst ein ganzes Paket. Mehrere Seminare gleichzeitig, wo du ein großes High-Price-Produkt hast, wo du eine gesamte Ausbildung gleich mit den Leuten bringst. Okay. Und wichtig ist, denk immer dran, führe die Kunden von A nach B. Mhm. Also nehme sie wirklich in die Hand. Also bei mir bekommen die Leute im Sales wirklich ein Konzept, ein System an die Hand. Die entwickeln das Konzept im Seminar. Ich lasse sie nicht nach Hause gehen. Und die haben es fertig im Seminar schon. Und dann brauchen sie nur rauszugehen und es umzusetzen. Ja? Cool. Dann liegt es an denen, dass es umsetzen. Ja, gut, klar. Das ist immer so eine Sache. Ja? Marc, was würdest du sagen? Es gibt ja so viele tolle auch Trainer, Coaches da draußen. Die haben gutes Wissen, die haben guten Content, kommen aber irgendwie nicht so richtig raus, weil sie auch oft, glaube ich, das Problem haben zu glauben, ist mein Wissen wirklich wertvoll genug, dass ich dafür auch Geld verdienen und verlangen kann. Ja. Was sagst du dazu? Ja, das ist ganz typisch, weil das ist wirklich, das ist ein ganz interessantes Thema, was du ansprichst. Nimmst du diese Person und die sollen irgendwas anderes verkaufen oder anderes anbieten, können die super. Mm. Verkaufen sie sich selber, dann haben sie mit einem Problem. Mm. Was ist das Thema? Negative Glaubenssätze von Selbstwert. Ja. Ja? Das heißt, komm zu meinem Practitioner oder arbeite daran an deinem Mindset und du bist es wert und das ist wichtig. Und es funktioniert nicht, dass du dir nur sagst, ich bin es wert, sondern du musst wirklich, wirklich, wirklich davon überzeugt sein, dass du es wert bist. Und der beste Tipp ist, der allerbeste Tipp ist, es geht nicht um dich. Es geht gar nicht um dich. Du bist unwichtig. Es geht nur um den Kunden. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Du verkaufst nicht dich, du verkaufst dein Know-how. Du verkaufst die Leute, die von A nach B zu bringen. Und das musst du verstehen. Und dann verkaufst du nicht dich, wenn die Leute damit ein Problem haben im Selbstwert und sagen, ich verkaufe mich, kann ich wirklich so viel Geld verlangen? Ist es so? Nein, hör auf, dich zu verkaufen. Verkauf den Content. Kaufen schon dich, aber verkauf den Content. Sobald du dich auf den Content konzentrierst und dich nicht wichtig nimmst, dann machst du geile Ergebnisse. Mhm. Also, du bist uninteressant. Du bist nicht wichtig. Die kaufen den Content. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt also, verkaufe den Content. Dann kannst du dich fragen, ist der Content das wert? Und wenn du ein gutes, wirklich ein super Content hast, was du die Leute von A nach B bringst, dann kannst du noch viel Geld verlangen. Ja? Einer der entscheidendsten Punkte ist wirklich, und das ist das Entscheidende, ist das Thema Verkaufen, 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 Verkaufen. Ich muss es einfach nur sagen. Wirklich, das ist aber tatsächlich so. Das ist so. Du weißt, wie es ist. Ja? Die haben so viel Content, die haben so viel Wissen, haben so viele Sachen. Ja? Und dann geht man nicht raus und verkauft nicht. Geh raus und verkaufe. Und es gibt so viele Trainer, es gibt so viele Kapazitäten, aber man kennt sie nicht. Und da kann ich dir einen Tipp geben, werde ein Verkaufsexperte, verkaufe deine Seminare, verkaufe deine Coaching-Programme und dann kommst du ganz schnell auf den nächsten Level hoch. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube auch. Also die magische Kombination ist aus meiner Sicht auch im Coaching-Trainer-Speaker-Business wertvoller Content, der genau das macht, was du gerade sagst, die Leute wirklich an die Hand nimmt und hilft, von A nach B zu kommen. Genau. Wertvoller Content. Genau. Und das kombinieren mit Verkauf. Genau. Das ist der Schlüssel. Ja. Es geht nicht darum, dass du die Leute im Verkauf schulst, sondern eher, dass du deine Produkte oder Dienstleistungen richtig gut schulst. Und das ist wichtig. Genau. Ja. Und du musst wissen, das Modell offene Seminare oder Firmenseminare oder nur Speaker-Tätigkeit, wo willst du dich genau positionieren? Mhm. Du musst wissen, bei offenen Seminaren, da hast du einfach wahnsinnig viele Mitarbeiter. Ja. Also bei mir, wir sind jetzt, glaube ich, wir haben jetzt circa mehr als 30, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Leute, 30 bis 33 Leute, die wir im Angestelltenverhältnis haben. Und dann haben wir noch ganz viele selbstständige Vertriebler, die alle mit dabei sind. Du hast einfach einen riesen Apparat, wo ganz viele Leute mitkommen und machen und tun. Also offenes Seminarbusiness brauchst du viele Manpower. Ja? Also das ist unvorstellbar. Du brauchst Buchhaltung, ja, also kommt drauf an, weil du jede einzelne Rechnung hast. Dann brauchst du Telesales, dann brauchst du Administration, dann brauchst du Backoffice, dann musst du Eventmanagement, dann brauchst du das, was ein riesen Aufwand ist. Und wir delegieren noch und tun noch Outsourcen relativ viel. Ja?
Und du brauchst aber ein Apparat, das musst du dir bewusst werden. Bei offenen Seminaren, so ein Riesenteil, brauchst du ein Apparat, wo alle an einem Strang ziehen. Ja. Bei Firmenseminare, da bist du, da kenne ich ein paar andere Trainer auch, Trainerkollegen, die sind zu zweit. Ja. Sind zu zweit, er und eine Assistentin, und verkaufen und machen auch eine Mio-Umsatz. Ja? Umsatz, haben da nicht so viele Kosten, bleibt auch was hängen. Klar. Ja? Für mich wäre es nichts. Warum? Weil für mich immer, wenn irgendwas, wo ein Deckel ist, das ist nicht skalierbar. Das ist nicht skalierbar, das kann ich nicht. Aber da seht ihr auch den Unternehmer immer. Ja, muss skalierbar sein, ja, Unternehmer sein. Ja. Dann, mich würde nur interessieren, besuchst du selber auch noch Seminare? Ja. Ich weiß das. Ich sag euch, einer der wichtigsten Punkte ist für mich, und so ein Tipp: sei niemals arrogant. Wirklich. Also das habe ich für mich persönlich, ist ganz wichtig, immer bodenständig. Ich gehe immer gerne zu den Seminaren. Ja, wir haben uns ja beim Russell Brunson in Amerika getroffen. Ja, so ist das Ganze auch hier entstanden. Da haben wir uns getroffen und geredet und bla bla bla. Und wir beide haben gelernt und es war super. Ich liebe es zu lernen. Also ja, ich bin ein Lernjunkie, ja. Also ich brauche das. Ja, ich habe meine Bücher die ganze Zeit, wo ich lese, Hörbücher, wo ich die ganze Zeit höre. Und ich liebe es, was Neues zu finden. Und dann, und das kommt das Allerwichtigste, wirklich, umsetzen. Ja? Ja. Also ich bin, glaube ich, eine Umsetzungsmaschine. Also was ist es? Die Umsetzungsmaschine. Ja? Ich habe eine Sache gelernt, jetzt zack, jetzt hier, wo wir waren, sofort und zurückgekommen, bam, umgesetzt, sofort und gleich. Wirklich, ich habe sofort umgesetzt und gleich verdoppelt meinen Umsatz. Wirklich verdoppelt. Eigentlich sogar fast schon verdreifacht, wenn ich das ganz ehrlich sagen soll. Also ganz ehrlich, ohne Witz, ja. Das ist so, pum, es ist wirklich so, pum, nach oben. Warum? Und weißt du, was ich am meisten gelernt habe? Hm? Mindset. Ja, Nicht nur, es geht. Nicht nur die Psychologie oder die Struktur, das auch. Das Wichtigste war mein Mindset. Mhm. Und immer, wenn ich einen Sprung in meinem Unternehmen bekommen habe, einen Sprung vom Unternehmen, war immer Mindset, wow. Ja? Also den ersten Sprung, wo ich bekommen habe, ist, wo ich für mich persönlich verstanden habe, wenn ich auf der Bühne bin und verkaufe. Mhm. Ja? Und wenn du auf der Bühne bist und einen Pitch machst und verkaufst, wirst du Leute haben, die sagen, was, der verkauft. Ja. Ja? Und wirst Leute haben, die finden es scheiße. Und jetzt kommt es darauf an, auf was konzentrierst du dich? Auf die Leute, die sagen, hey, der verkauft, das ist scheiße? Oder auf die Leute, die, ja, denen es egal ist und die kaufen? Und eigentlich, ja, ich sag euch was. Und du musst knallhart verkaufen und du wirst 30% haben. Das musst du einfach verstehen, die dich immer scheiße finden oder schlecht finden. Wenn du jetzt herkommst und sagst, ich darf nicht verkaufen, weil die denken dann schlecht. Bullshit. Verkaufe. Und, ja, verkaufe. Und ich sag euch was. Wenn ich keine Beschwerde bekomme, war ich eine Pussy. Ja, gut, aber das ist Mindset, Freunde. Ne? Das ist und das war mein größter Change. Wo ich das gechanged habe, habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Wahnsinn. Wo ich angefangen habe, auf der Bühne zu verkaufen und ich mir gesagt habe, das ist wirklich gut. Alle sagen, hey, was macht der? Der verkauft wie ein, ja, und das, und Leute finden das schlecht und sagen auch, das ist nicht gut und so, ja. Hey, ich sag dir was, das darf dir egal sein. Mhm. Und erst, wo ich diesen Change verstanden habe, habe ich es verdoppelt, den Umsatz. Krass. Und das ist kein Scherz, wirklich. Und das war nur Mindset wieder. Nur Mindset, so zack, bumm, raus und dann Vollgas geben und verkaufen, ja. Und nur immer wissen, verkaufen nicht auf Teufel komm raus, dass es nicht falsch verstanden wird, sondern ich will ja helfen. Ich habe mehrere, ja, wenn du wirklich einen Wert hast, ne? Ja, ich habe mehrere Multimillionäre entwickelt, aufgebaut. Das kann ich mal, ja, wirklich auf die Fahne schreiben. Ich habe die Leute, die machen Millionen durch mein Know-how, mein Konzept. Ich habe hier wieder, vorhin, wo ich hergefahren bin, mit einer Coachin, die ich betreue, die macht jetzt ein RTL-Interview, ja, und die sagt, ich möchte dir Danke sagen, weil du bist mein Mentor, sie ist auch Coach, und macht jetzt super erfolgreich, sagt, danke dir, dass du hier mir geholfen hast. Ich will dir gar nicht sagen, die macht 60.000 Euro im Monat als Coach. Ja, ist gut. Sehr gut, finde ich, ja, wirklich super. Und also phänomenal, das heißt, das Entscheidende ist wirklich, du hilfst ihnen
Und wenn du was Gutes gibst, was Wertvolles gibst, hey, dann darfst du doch verkaufen. Absolut. Ja? Also das waren coole Punkte, sehr spannend so auch, wisst ihr, in die Unternehmerpersönlichkeit einmal zu blicken. Darum geht es mir und in das Business. Wo können denn unsere Leute, unsere Zuschauer jetzt mehr zu dir erfahren? Ja, also klar, ich würde sagen die Zwei-Tages-Seminare. Ja? Zwei-Tages-Seminare, wir können den Link ja mal hier drunter packen in die Beschreibung. Pack mal rein, Zwei-Tages-Seminare, No Limits oder grenzenlose Verkaufspower, sehr, sehr cool, um kennenzulernen. Ja? Und wirklich, ja, komm und schau dir das an. Und du lernst so viel. Und wenn du kommst und nur siehst, wie ich meinen Sales-Pitch auf der Bühne mache. Ja, klar, ja? Nicht nur den Content, sondern auch die ganze Inszenierung. Die ganze Inszenierung. Alles ist inszeniert. Ja? Da lernst du wahnsinnig viel. Ja? Cool. Danke, dass du so offen warst, Marc. Danke für das Interview. Wenn euch das gefallen hat, bitte Video mal definitiv einen Daumen nach oben. Hinterlass mir mal gerne deinen Kommentar. Das würde mich sehr interessieren, was für Learnings du dabei hattest. Und abonniere den Kanal. Und klick auch mal in die Beschreibung. Da verlinken wir auch mal den Kanal von Marc und die Seite für sein Event. Guck dir das mal an. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Danke, dass du hier warst, Marc. Danke auch. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, also kann ich dir sehr gerne sagen, seit ungefähr einem Jahr versuche ich im Bereich Online-Marketing Fuß zu fassen. Das aber bisher immer sehr, sehr stiefmütterlich. Und es gibt ja ganz, ganz viele Anbieter auf dem Markt. Habe mir den einen oder anderen angeschaut und einfach letztendlich die Einladung, wirklich zu sagen, komm, lasst uns eine Stunde Zeit nehmen und über dein Geschäft sprechen. Das war letztendlich so der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, ich hatte also jetzt nicht das Gefühl, es geht nur darum, ich stelle 3, 4 Fragen und dann sage ich, hey, ich habe die Lösung. Sondern wir haben also sehr, sehr konkret an den Inhalten und auch sehr speziell an meinem Business gearbeitet. Das war letztendlich der Hintergrund. Und ich kann nur allen empfehlen, probiert es aus, seid dabei, weil selbst wenn ihr nur diese Stunde Zeit euch nehmt, es wird nicht viel. Pull down your pants.